Wunderschön. Herzlich willkommen hierzu wieder zu einem neuen Guide-Video meinerseits. Diesmal geht es um das Thema Bosse. Da ich jetzt schon einige Male in meinen Streams gefragt wurde, was es denn mit den ganzen Bossen auf sich hat, weil es gibt ja drei unterschiedliche Varianten von Bossen. Das wäre zum einen die Weltbosse, Gildenbosse und die Schriftrollbosse. Diese drei Varianten gibt es und darauf werden wir heute mal genauer eingehen. Selbstverständlich möchte ich aber noch darauf hinweisen, dass wir jetzt gerade live sind, meine Freunde. Natürlich sind wir wieder live. Wie ihr hier sehen könnt, wir sind wieder live. Jetzt könnt ihr natürlich jemanden grüßen, wenn ihr das möchtet. Wir sind wie immer live. Ich nehme diese Videos immer live auf, soweit es geht, so viel wie es halt auch Sinn macht. Wie ihr seht, mit wem redet der? Wir sind natürlich live. Wenn du natürlich auch mal gerne dabei sein möchtest, wenn ich eine Aufnahme live mache, schau gerne bei mir im Stream vorbei. Ich streame jeden Tag ab 17 Uhr circa. Außer montags, mein freier Tag, damit ich mit YouTube hinterherkomme. Ich habe die Feedbosse vergessen. Danke für die 100 Bits. Vielen Dank für deinen Support. Würde sagen, dann fangen wir mal an mit dem Thema. Bosse. Fangen wir mit den simpelsten Bossen an, mit denen ihr relativ schnell konfrontiert werdet, wenn ihr so Level 50 und höher seid. Wenn ihr meinem Guide gefolgt seid bisher, seid ihr das ja schon. Mindestens einmal. Und das ist über den Schwarzgeist. Also ihr öffnet den Schwarzgeist. Über Komma, ganz normal. Geht ihr auf Quests, geht ihr auf Wiederholen und wählt ihr eure Bosse aus. Ich habe die jetzt provisorisch noch nicht mal abgeholt. Einfach, um euch das mal vorzuführen. Das heißt, im Regelfall, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, habt ihr dafür Quests. Das bedeutet, kille einfache Quests, keine Sorge. Kille die und die Viecher, keine Ahnung, am Kalfion-Schrein oder keine Ahnung, je nachdem für welche Rolle. Kill die und dann hast du die Quest immer. Danach musst du das nicht mehr machen, weil danach kriegst du die Quest jedes Mal ansprechen, Rolle abholen, bam. So funktioniert das dann danach. Ihr müsst also so quasi nur einmal so eine kleine Quest machen für die Rollen, je nachdem, welche ihr jeden Tag abholen wollt. Es gibt Daily und es gibt Weekly. Die Weekly habe ich schon abgeholt. Weekly sind dann zum Beispiel Bosse wie Muskan zum Beispiel. Das wäre ein Weekly. Davon bekommt ihr Muskans Schuhe. Wie gesagt, Boss-Ausrüstung, beziehungsweise doch Endgame aus, nee, gar nicht wahr. Urugons gibt es auch noch. Aber wie gesagt, als Beispiel, Muskan kann man da holen oder wenn ihr Beg-Rollen macht, die Daily, könnt ihr Beg machen und so weiter. Es gibt da aber einen Unterschied und das zeige ich euch jetzt anhand dieser Quest, die ich jetzt hier annehme. So, wir haben jetzt hier die Quest. Ihr habt jetzt die Auswahl, wenn ihr diese Rollen abholt. Beschwörungsrolle Beg, das ist die Standardrolle. Wenn ihr die abholt, könnt ihr den Boss sofort machen. Clou bei der Sache ist erstens, er ist natürlich für Anfänger praktisch, weil der ist nicht stark. Den kriegt ihr eigentlich schon mit sehr niedrigen Angriffspower, kriegt ihr den eigentlich schon platt. Auch mit wenig Defense kriegt ihr den schon fertig. Der ist einfach. Kein Stress. Der Erweckte hingegen ist der, den ihr eigentlich auf Dauer haben wollt. Weil, selbst wenn ihr den alleine nicht schafft, macht den halt in einer Gruppe. Dann haben halt ein paar Leute eine Rolle. Punkt ist, wenn ihr den abholt, könnt ihr natürlich sofort machen. Easy, kein Problem, fertig. Habt ihr die Chance auf Begs Handschuhe. Auch Endgear-Handschuhe. Die benutzt ihr. Endgame-Handschuhe. Wenn ihr Glück habt. Die Wahrscheinlichkeit bei dem ist aber niedriger als bei dem. Der Unterschied aber zwischen dem und dem ist, den könnt ihr sofort machen. Die hier, die Daily, müsst ihr 5-mal abholen. Das ist jeden Tag eine von diesen Erweckten. Dann 5 Stück zusammensetzen, wie es auch hier erklärt ist, wie es auch geschrieben ist, in einer Strichform, Minusform, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und dann habt ihr eine erweckte Bossrolle von Big. Der ist natürlich viel, viel stärker als der normale. Das bedeutet, wenn ihr noch nicht wirklich stark seid, das heißt, ihn wirklich stark, in Anführungsstrichen, so 230, 240 AP, würde ich den in der Gruppe machen. Also du bist ein Guardian. Aber sonst würde ich den in der Gruppe machen. Könnte sonst ein bisschen haarig werden. An manchen Stellen. Aber es ist irgendwie eher wichtig wegen der Verteidigung, weil der haut ganz schön rein. Im Grunde genommen, die erweckt, merkt euch, die sind leicht, die sind schwer. Die schaffst du mit Low AP und DP. Bei dem brauchst du, wenn du noch nicht so hoch bist, eine Gruppe. Lohnt sich aber, weil die Wahrscheinlichkeit, was rauszubekommen, nicht nur für den, der das benutzt, die Rolle höher ist, sondern auch für die, die mitmachen und einfach nur draufhauen, ist das höher. So, jetzt hol ich zum Beispiel mal die ab von Beg. Es gibt auch noch andere außer Beg. Aber da kannst du dich selber ein bisschen reinfuchsen. Es gibt noch andere außer Beg. Du wirst da schnell reinkommen, welche du da gerne machen möchtest. Du kannst am besten noch alle Quests machen, damit du alles ready hast. Für wann auch immer.
Solltest du auch machen. Bei mir gibt es jetzt zum Beispiel noch Titium. Er gehört zum Beispiel zu dem, da braucht ihr nur 3 anstatt 5. Aber das ist auch eher so ein Event-Ding gerade. Also merken, es gibt einfache und es gibt erweckte. Ganz wichtig auch dabei, es gibt Bosse, die haben so ein paar Clues. Beg zum Beispiel, wie ich gerade erwähnt habe, hat zum Beispiel so ein, wenn er so halbe HP ist, geht er in so ein Rage-Mode. Und dann liegst du, also wenn du nicht viel DP hast, liegst du schnell im Dreck. Deswegen sage ich, mach den in der Gruppe. Im besten Fall habt ihr den Magier dabei, der healen kann. Das wäre sogar optimal. Wenn ihr noch nicht so hoch seid, in der Gruppe machen. Die erweckten Bosse wirklich, wenn ihr noch Anfänger seid, macht die in der Gruppe. Wenn ihr aber schon voll die krassen Dudes seid, mit keine Ahnung wie viel Defense und Angriff, keine Ahnung, dann könnt ihr die natürlich auch solo machen. Einfach nur als Tipp von mir, macht die erweckten am besten in der Gruppe, um ganz sicher zu gehen. Und außerdem haben die eine Mates dann auch die Chance, diese Handschuhe zu bekommen. Das heißt, Win-Win. Die helfen dir, haben die Chance auf Loot und du bekommst das Ding safe tot. Gruppencontent. So, das waren jetzt die Bosse. Kommen wir zu den nächstmöglichen Bossen, die ihr so, wenn ihr so Level 56 und aufwärts seid, öfter mal aufblinken sehen werdet. Und zwar die dunklen Risse. Die habe ich jetzt gar nicht in der Einleitung gar nicht erwähnt, aber dunkle Risse gibt es auch. Und zwar dunkle Risse erscheinen, also ploppen zufällig auf. Irgendwann kommen die, dann steht da hier, du hast, keine Ahnung, 3 Risse. Und dann steht da irgendwie Rotnase oder Beg oder weiß der Teufel, was da für ein Boss dann steht. Wenn du dafür stark genug bist, kannst du dahin. Ich möchte schon mal dazu sagen, selbst wenn du mega stark bist, die haben einen Angriffscap. Das heißt, selbst wenn du 300 AP hättest, machst du die nicht schneller tot als jemand mit 240 AP. Aber für ganz einfachen Grund, das sind Bosse, die geben speziellen Loot. Du hast da wirklich Chance auf guten Loot und dementsprechend sind die gecapped. Nichtsdestotrotz brauchst du auch eine gute Verteidigung bei manchen Bossen. Also sei bei den Bossen vorsichtig. Hier vorab aber ein Tipp. Wenn ihr bei diesen Bossen sterbt, verliert ihr keine EXP. Also macht nicht denselben Fehler, den ich bestimmt schon 20 Mal gemacht habe und benutzt irgendwie eine Träne, also hier Träne Elions, um direkt wieder aufzustehen, also irgendein Premium-Item dafür, sondern steht einfach am nächstmöglichen Post wieder auf und lauft wieder hin und macht den weiter. Ihr verliert keine EXP dadurch, keine Sorge. Ganz ruhig bleiben, einfach wieder hinlaufen und weiterkämpfen. Verschwende dafür echt keine Premium-Items, so wie ich das schon gemacht habe. Einige Male, weil ich manchmal einfach den Kopf aus habe. Macht's einfach nicht. Hab gerade noch aus dem Chat eine gute Info bekommen. Die resetten nicht, also man kann da so oft hingehen, wie man will. Man kann so oft sterben, wie man will. Die haben keine Dauer. Die anderen Bosse, die ich zum Beispiel jetzt zuerst erklärt habe, laufen nach einer halben Stunde ab. Die Bosse resetten nicht. Das sind einfach Bosse, die seht auch nur ihr. Da kann euch übrigens auch keiner helfen. Wichtig, dunkle Risse gehen nicht in der Gruppe. Die anderen Bosse, die ich gerade erklärt habe, gehen in der Gruppe. Okay, dunkle Risse müsst ihr solo machen. Wenn ihr da kämpft, kann da keiner helfen, weil der andere die Bosse dann auch nicht sieht, die ihr gerade bekämpft. Das bedeutet, man kann euch da nicht helfen. Also, passt auf, Punkt A, Punkt B, benutzt nicht unnötige Items, wenn ihr sterbt. Und Punkt C, ihr habt so viele Versuche, wie ihr wollt. Haut einfach weiter auf ihn ein. Das zum Thema dunkle Risse. Wie gesagt, es gibt sehr guten Loot. Urgeist-Shop zum Beispiel gibt es oft bei Event-Rissen, dunkle Risse. Es gibt ja auch Events, wo dann einfach spezielle kommen. Die geben euch Urgeist-Shop. Urgeist-Shop für Kafrasteine. Kafrasteine habt bestimmt der ein oder andere schon mal gehört, damit ihr euer Equipment noch mehr verbessern könnt für noch bessere Werte. Wenn ihr aber noch low seid und eher das Geld braucht, müsst ihr entscheiden, ob ihr sie aufhebt oder verkauft. Zu dem Thema kommt aber von mir noch ein Video, keine Sorge. Kafrasteine durch den Urgeiststaub oder ihr bekommt sogar Überbleibsel. Überbleibsel. So ein schwarzes, ovales Ding. Das ist zum Beispiel für die Schwarzstern-Sachen. Gibt es jetzt ja auch die Rüstung. Und Waffen. Oder Waffe, besser gesagt. Hauptwaffe. Überbleibsel eines Risses. So, jetzt. Stream. Well done. Überbleibsel eines Risses. Wenn ihr das habt, ist auch eine Menge wert. Wenn ihr noch low seid, verkauft es erstmal. Weil das ist für euch erstmal völlig irrelevant, wenn ihr noch nicht hoch genug seid. Das gehört zum Endgear-Bereich. Vor allem die Waffe. Haut's weg. Verkauft's, wenn ihr noch Leute. Wenn ihr aber schon high seid und schon wirklich gut seid vom Equipment und ihr sagt so, jetzt wäre eine Schwarzstern geil und ihr wollt euch dran versuchen und ihr habt hier diese Magiemasse und was weiß ich, könnt ihr auch gerne versuchen, die Quest dafür zu machen. Dafür braucht ihr das nämlich. Um eine Schwarzstern selber zu bekommen über eine Quest, braucht ihr dieses Überbleibsel eines Risses. Könnt ihr dadurch bekommen durch die dunklen Risse. Zudem könnt ihr Kisten bekommen, in dem
Sachen drin sein können. Ich glaube, bis Stufe Ted sogar. Also ich glaube, die niedrigsten, die blauen nur bis die. Die roten, etwas schlechteres Zeug. Ich weiß gar nicht, ob auch bis Ted schon. Auf jeden Fall die lilanen kannst du Sachen bis Ted bekommen. Umgerechnet plus 19 für Leute, die mit den ganzen Mondi, Tri-Ted, Pen noch nichts anfangen können. Auf jeden Fall sinnvoll. Macht die Risse, das ist Free Loot. Ihr könnt so oft sterben, wie ihr wollt. Ich habe so viele Versuche, wie ihr wollt. Einfach reinhauen. Einfach machen. Das zum Thema dunkle Risse. Fahren wir fort mit dem Thema Gildenbosse. Wenn ihr in einer Gilde seid, ob ihr jetzt der Leader seid oder eben nicht, gibt es die Möglichkeit, Gildenbosse zu machen. Für Gildenbosse braucht ihr Schriftrollen. Diese Schriftrollen bekommt ihr, indem ihr Gildenmissionen zum Beispiel macht, wo es beispielsweise als Belohnung Rollen gibt. Ich suche jetzt gerade mal ein Beispiel, aber wahrscheinlich gerade Vorführeffekt gibt es hier vermutlich gerade nichts. Könnte ich fast wetten. Doch, hier zum Beispiel. Teil einer Beschwörungsrolle Khan. Ihr erkennt das meistens daran, dass das Quests sind, zum Beispiel bei Kampfquests. Die haben aus irgendeinem Grund, müsst ihr nur ganz wenig töten und am Ende bekommt ihr ein Stück von einer Rolle oder irgendwie so. Auf jeden Fall könnt ihr dafür Gildenquests machen. Ihr könnt dann, wenn ihr keine Offi-Rolle habt, einen Offi fragen, machst du mir bitte die Quest an, damit wir mal das machen können. Ne? Einfach mit der Gilde besprechen. Wenn ihr Leader seid, Quest machen, Rollenstücke sammeln. Und dann könnt ihr diese Bosse machen. Bin aber ehrlich mit euch, total sinnlos. Khan ist der einzige Boss, der Sinn macht. Wirklich der einzige Boss, der Sinn macht. Die anderen Bosse droppen euch wortwörtlich nichts Sinnvolles. Oder wenn nichts, was ich jetzt wüsste. Die anderen Bosse könnt ihr ignorieren. Wenn ihr Gruppen-Content haben wollt in der Gilde, um euch ein bisschen zu koordinieren, aufeinander einzuspielen, dann ist das cool. Ansonsten macht einfach nur Khan. Für Khan, Tipp von mir, habt am besten mindestens mal 20 Leute. Wenn ihr den niedrigsten macht, 2 Leute, die so gut, oder mindestens mal 3 Leute, 2 bis 3, die die Kristalle platt machen. Mehr dazu kann ich euch gerne auch in meinem Stream beantworten, was es mit Khan auf sich hat. Aber so 20 Leute ist schon sinnvoller. Warum Khan sinnvoll ist, ist ganz einfach. Es gibt ja diesen Weltboss, wo wir gleich kommen, mit Svel. Khan ist quasi so das Gildengegenstück dazu. Gibt es dieses Item Khans Herz zum Beispiel. Ist sehr viel wert auf dem Markt. Und selbst wenn ihr es nicht auf den Markt werft, könnt ihr das so für euch gebrauchen. Wie gesagt, auf diese speziellen Items kann ich mal eingehen. Werde ich auch noch in einem anderen Guide. Aber ihr könnt da ein seltenes Item davon bekommen. Ich glaube, das ist, keine Ahnung, wie viel gerade wert. 6, 7 Milliarden. Irgendwie so auf jeden Fall viel Geld. Es lohnt sich, den zu machen. Ihr bekommt da auch andere Ressourcen von dem. Ihr könnt auf jeden Fall Khans Herz können, wenn ihr irgendwo von Vel gibt es Vels Herz. Aber zu Vel kommen wir jetzt gleich. Das ist auf jeden Fall das zum Thema Gildenbosse. Also für Gildenbosse nochmal zusammengefasst, könnt ihr Gildenquests machen, um die Rollenteile zu bekommen, um dann mit der Gilde diese Gildenbosse zu machen. Aber sprecht das mit eurer Gilde ab oder regelt das gemeinsam, weil es müssen ja Leute dafür mitmachen und, und. Kommen wir zu dem eigentlichen, weshalb auch unten rechts die ganze Zeit mein Boss-Timer an ist. Es gibt nämlich auch Boss-Timer für die Weltbosse. Das möchte ich euch gleich mal dazu sagen. Wie ihr seht, zum Beispiel meiner ist von mmotimer.com. Es gibt aber auch noch andere. Wenn ihr einfach mal BDO Boss-Timer in Google eingebt, dann findet ihr, keine Ahnung, einige. Sag ich einfach einige. Findet ihr genug Möglichkeiten, einen Timer zu finden für die Bosse? Wenn ihr zum Beispiel den lieber bei mir im Stream sehen wollt, habe ich auch nichts gegen. Es gibt in-game auch eine Zeitentabelle. Aber wenn ich es über eine Seite haben wollte, es geht auch über eine Seite, über eine externe Seite. Die könnt ihr nebenbei offen haben, gucken, offen lassen, wann kommt der nächste Boss. Könnt sogar einen Alarm einstellen über die Seiten, wo dann irgendwie Sound kommt. Oh, Boss ist jetzt gleich ready oder Boss ist da. Als Erinnerung könnt ihr machen. Und dann würde ich, das gibt festgelegte Zeiten für die Weltbosse unter der Woche. Weltbosse erkennt ihr aber auch daran, dass man, also wo die auch sind, auf der Map. Beispielsweise, wenn ihr das Thema Saka hört, ja, Saka, der hier, Serendia-Schrein beispielsweise, Weltboss, steht auch dick da, Weltboss Saka. Oder wenn einer von euch zu euch sagt, Weltboss Karanda, hier oben, da bekommt ihr die sogenannte Löwenzahn oder auf Englisch Dandelion. Oder eben im Englischen, wie gesagt, Englisch und Deutsch, einfach Saka-Hauptwaffe. Das hier wäre die Erweckungswaffe, die ihr bekommen könnt. Dann gibt es hier noch eine Hauptwaffe, nämlich Offen. Weltboss Mirumok Offenwächter. Der spawnt auch zu festgelegten Zeiten. Also es steht eigentlich richtig dick geschrieben da auf der Map. Oder vorzeitlicher Kutum, Nebenhand, wichtige Nebenhand. Oder in der Wüste
Nuva steht auf jeden Fall ganz groß geschrieben dabei, Weltboss. Kann man auf der Karte eigentlich nicht verfehlen. Wenn ihr also mal wissen wollt, wo die sind oder ihr habt es noch nicht freigeschalten, gibt es noch die Seite Something's Lovely. Kann ich auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du weißt, wo du gucken kannst, falls du die Map noch nicht weit genug aufgedeckt hast. Diese Weltbosse, wie gesagt, spawnen zu einer festgelegten Zeit. Wenn die spawnen, darfst du nicht auf dem Channel Olvia sein. Ich glaube, das war nur Olvia. Oder was, Olvia und Archer? Auf jeden Fall weiß ich safe, Olvia darfst du nicht sein. Auf dem Olvia-Server, wenn die Anfänger-Server, da spawnen keine Weltenbosse. Gibt's nicht. Spawnt kein Weltenboss. Bei Archer, ich möchte jetzt aber nicht beschwören, weil ich bin nicht so oft auf Archer, das ist der PvP-Server, wo PvP immer an ist quasi. Oder wo man ohne Karma-Verlust drücken bis so aus jemanden töten kannst. Geht's auch nicht. Kannst du auch, kommen auch keine Weltenbosse. Bei den Weltenbossen selber könnt ihr eben, wie gesagt, eben Saka, Dandelion, Nuva, Kutum und sowas bekommen. Und dann kommen wir auch zum Thema Vell, wovon ich es vorhin hatte. Der ist halt hier mitten auf dem Meer. Die große Version von Khan, könnte man sagen. Da hat man zum Beispiel die Chance auf Vells Herz. Vells Herz ist sogar noch mal ein bisschen heftiger. Gibt euch Bonus-AK-Werte. So funktioniert aber das System hier. Also das ist das Thema Bosse insgesamt. Mehr gibt es zu dem Thema Bosse eigentlich nicht zu sagen, weil die Kniffe und die ganzen Sachen, wie die Bosse funktionieren, wann du blocken musst und so, das möchte ich dich selber herausfinden lassen. Im Endeffekt ist es bei einem Weltenboss egal, wie oft du stirbst, weil, und jetzt kommt der Tipp, den ich für alle Anfänger habe, für alle, die das sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Versucht, wenn ihr einen neuen Account habt, alle eure Char-Slots zu füllen. Am besten macht ihr die dann irgendwie Level 56, damit ihr das derzeitige Oase-Gear, was ich schon mal in einem anderen Guide erwähnt habe, anziehen könnt. Bekommt ihr von der Ellie. An jedem Stallwart steht eine Ellie. Kannst dir momentan Oase-Gear holen. Stand 27.06.2020. Ich übernehme keine Garantie dafür, wenn der Event irgendwann endet, aber derzeit läuft er. Könnt ihr euch Oase-Gear holen, an die Bosse stellen, mit draufhauen und ihr haltet auch ein bisschen was aus. Der Punkt ist, ihr wollt die Slots alle füllen, weil ihr könnt eure Charaktere einfach zu den Bossen stellen und dann einfach switchen auf den Charakter, wenn der Boss spawnt. Das heißt, ihr müsst nie hinlaufen. Nie. Ihr könnt einfach nur sagen, ich switch mal kurz dahin, der Boss ist da. Bam, fertig. Deswegen nutzt eure Charakter-Slots und stellt eure Charaktere an die Bosse und dann müsst ihr nur noch switchen. Das war's tatsächlich schon wieder von mir. Das war schon der ganze Guide zu dem Thema, weil ich jetzt so oft gefragt wurde. Meine etwas kürzere Variante. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du natürlich dazu noch Fragen hast, bin ich selbstverständlich jederzeit bei mir im Stream darauf ansprechbar. Wie gesagt, jeden Tag, außer montags, ab ca. 16, 17 Uhr bin ich live. Und dann kannst du mich alles fragen. Entweder mich oder die Community. Die Leute werden auf jeden Fall, also die antworte ich oder die Zuschauer, die es in den meisten Fällen dann besser wissen. Gut. Jetzt dürfen sich gerne die Leute aus dem Chat nochmal verabschieden, dürfen noch was Nettes schreiben. Und dann würde ich mich ja auch schon wieder verabschieden. Ich bedanke mich dafür, dass du das Video angeschaut hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wo du gerade bist und wann du gerade zuschaust. In der Videobeschreibung werde ich wieder alles verlinken. Alle Links zu den einzelnen Sachen, die ich gerade erwähnt habe, werden unten verlinkt. Zudem auch mein Discord, mein Twitch-Stream und. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haust rein. Bis zum nächsten Mal im Livestream oder beim nächsten Video. Haust rein. Tschüss.